Was geht ab, Freunde? Und damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier heute auf meinem Kanal. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, gibt's das Unboxing zur neuen Edosaya Deluxe Box, Freunde, die ich natürlich hier hab. Ja, ich hab, sag ich mal, Glück gehabt, dass die jetzt heute schon ankam, weil eigentlich sollte die erst am Dienstag ankommen und ich meinte auch in meiner Reaction, ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das Album schon anhören soll oder sozusagen warte, bis ich dann die Box hab und dann mir halt das Album erst anhöre. Ich muss sagen, ich hab's tatsächlich hinbekommen, also ich kenne das Album noch nicht. Ich werde mir das jetzt natürlich direkt nach diesem Video anhören. Ich hab's irgendwie noch so, sag ich mal, geschafft, das auszuhalten, auch wenn ich irgendwie mir dachte, okay, eigentlich kann ich es mir doch trotzdem schon anhören, aber ja, ich wollte einfach warten, Freunde. Nicht wundern, dieses Unboxing ist nochmal hier mit dem kleinen Tisch und so, das ist jetzt noch nicht so perfekt, aber ab den nächsten Videos, also beziehungsweise Unboxings vor allem, wird es nochmal besser, dann habe ich mein Videostudio und dann wird es alles wirklich sehr nice, Freunde, sage ich mal, aufs nächste Level gebracht. Da könnt ihr euch schon drauf freuen, wenn ihr dann natürlich wieder einschaltet. Ja, Freunde, ansonsten sind wir auch gerade auf einem guten Weg zu 5000 Abos, also es fehlen gerade, sage ich mal so, ich glaube 60 Abos oder so, 70 Abos, irgendwie sowas in dem Dreh so. Keine Ahnung, wenn es euch gefällt, lasst gerne noch ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Aktiviert am besten die Glocke, Freunde. Und ich würde sagen, wir fangen an mit dem Video. Let's go. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, packen wir die Box hier mal aus. Ja, zuallererst machen wir hier mal die Folie ab. Also wie gesagt, ich bin mir nicht mehr ganz genau sicher, was da jetzt drin ist oder nicht drin ist. Also ich habe die Sachen schon mal gesehen gehabt und habe es mir eigentlich gedacht, ich werde es wahrscheinlich leider nicht mehr vergessen. Aber irgendwie habe ich es geschafft, zum Glück das wieder, ja, wie auch immer, zu vergessen. Deswegen bin ich echt mal jetzt gespannt wieder, was da drin ist, Freunde. Von außen sieht es nice aus, also sehr clean, sehr schlicht die Box auf jeden Fall. Muss man sagen, das hier ist auch ja, so drauf, ja, gedruckt mäßig irgendwie hier an der Seite. Steht da nochmal Edosaya drauf. Dann hier die Entire History of You. Und hinten haben wir nochmal eine, ja, mehr oder weniger schwarze Box. Wurde auch gar nicht über Amazon oder so verkauft, sondern über dieses deluxeboxen.de. Kannte ich, muss ich sagen, vorher auch noch nicht. Ja, wir machen mal auf, was drinnen ist. Okay, genau, also das eine, was ich jetzt schon hier erahnen konnte, das habe ich auch dann in dem letzten Musikvideo in meiner Reaction schon bemerkt gehabt und meinte so, okay, kann sein, dass da ein Gürtel drin war. Scheinbar war wirklich ein Gürtel drin. Das Nice ist hierbei, wie man schon sehen kann, der hat halt sozusagen das, ja, Muster, was halt hier vorne drauf ist bei der Box oder beziehungsweise generell das Cover einfach von dem Album ist. Ist eine nice Idee, ich würde aber sagen, wir gucken uns zuerst mal die CD an, so wie wir das eigentlich immer gemacht haben. Ich merke schon hier, ja, dass auf jeden Fall sind ein paar Sachen drinnen. Wir machen mal hier die Folie bei der CD weg. Also ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Es würde mich echt interessieren, ob die Box, wenn ihr sie euch bestellt habt, bei euch schon da ist oder ob ihr noch warten müsst. Also wie gesagt, bei mir sollte die Box eigentlich erst am Dienstag kommen und ja, ist zum Glück schon da. Also ich hatte jetzt wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, das Video auch schon machen zu können. Aber ist natürlich gut, weil dann kann ich mir das Album heute auch endlich, so wie ich es mir vorgenommen hatte, anhören. Also Folie lege ich mal hier auf die Seite, das ist natürlich hier wieder das ganz normale Cover drauf, ja, habt ihr schon gesehen, dann hier innen ist natürlich eine CD drinnen und hier ist dann nochmal so ein, ja, Booklet, das müssen wir jetzt nicht unbedingt anschauen, vielleicht dann nochmal am Ende können wir gucken. Ja, diese eine CD müsste auch die einzige CD sein, die hier drinnen ist, genau, dann haben wir hier noch ganz viele andere Sachen und die gucken wir uns jetzt mal an. Ich würde sagen, wir machen mal weiter mit dem Gürtel hier, also da bin ich schon gespannt. Ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass in einer Deluxe-Box ein Gürtel drinnen ist. Also ich wusste oder wüsste jetzt keine, wo schon mal einer drin war. So sieht der aus. Also sieht schon mal nice aus an sich vom ja, Design halt eben. Wenn man den so raushängen lässt, wie er auch in dem letzten Musikvideo, dann glaube ich, könnte das ganz cool aussehen. Ja, wir machen mal auf hier, keine Ahnung, ne? Ist ein ganz normaler Gürtel, also da kann man jetzt nicht so viel dazu zeigen. Aber er fühlt sich jetzt auch nicht schlecht an oder so, nicht so ultra billig, keine Ahnung. Und ah, jetzt guck mal, das sehe ich gerade hier auf dem Kameradisplay besser als in echt. Und zwar, hier steht nochmal T-E-H-O-Y, also die Entire History of You, nochmal der Name vom Album drauf. Ich schwöre, auf der Kamera erkennt man das echt richtig gut, aber bei mir ist das so richtig, keine Ahnung, also sieht man fast nicht. Aber ist ein nice Detail auf jeden Fall, das muss man sagen. Steht hier nochmal irgendwas drauf? Ne, hier steht nichts mehr weiter drauf. Also wie gesagt, so sieht der aus. Mal gucken, ob ich den tragen werde, also da kann ich jetzt, will das mal fokussieren vielleicht? Okay, wir machen einfach weiter. Ich weiß noch nicht, ob ich den tragen werde oder nicht. Dann ist hier ein T-Shirt drinnen. Da habe ich jetzt, muss ich sagen, gar keine Ahnung, was da drauf ist. Also das habe ich, wie gesagt, wahrscheinlich auch schon gesehen gehabt, aber ich habe es halt echt wieder komplett alles vergessen. Wir machen es mal auf.
Aber ich glaube, er hat da was Cooles sich designen lassen. Also ihr kennt das wahrscheinlich. Warum habe ich nicht einfach mein Messer genommen? Ihr kennt wahrscheinlich diese T-Shirts aus Deluxe-Boxen, wo man so mäßig schon direkt weiß, ey, das werde ich niemals anziehen. Ich glaube aber, so wie das bis jetzt schon mal aussieht, ist das ein cooles Design auf jeden Fall, dieses Bild hier drauf. Und das ist halt sowas, da muss man ihm wirklich Props geben. Also hier erstmal für die Leute, die fragen, in Größe L ist das, muss man ihm Props geben, weil es ist ein Design, was man einfach wirklich einfach anziehen kann, so, ja, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen oder so. Das könnte genauso gut ein, ich weiß nicht, ich habe jetzt zum Beispiel gerade ein Supreme-T-Shirt an, da ist auch ein Bild genau in der Größe drauf, zum Beispiel, habt ihr ja am Anfang schon gesehen. Aber wie gesagt, das ist so ein T-Shirt, das kann man sich wirklich gut anziehen, so. Stoff fühlt sich eigentlich auch ganz gut davon an, also da kann man jetzt auch nichts irgendwie Negatives dagegen sagen. Was geil ist, ist, dass das hier halt so aussieht wie so, ja, so ein Blatt, was man halt so, oder ein Bild, was man halt so anzündet. Ja, das sieht auf jeden Fall geil aus. Ansonsten unten natürlich hier nochmal Name vom Album mit drauf. Ist nice. Also das würde ich wirklich anziehen. Ah, hinten ist sogar auch nochmal was drauf. Das hätte ich jetzt schon fast nicht angeschaut. Ja, man geht immer davon aus, wenn vorne was drauf ist, ist hinten nichts mehr drauf. Aber tatsächlich schon. Okay, das ist auch nice. Nochmal 1, 2, 3, 4, 5 solche Bilder. Das eine große hier sozusagen in der Mitte durchgecuttet und überall halt so diese Brandflecken und so. Also das ist auf jeden Fall nice Detail. Ich weiß nicht, das eine hier, wir können uns ja mal angucken, was genau das für Bilder sind. Das eine hier, das müsste von irgendeinem Konzert von ihm sein. Das andere hier, Venice Beach, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er da war oder so. Aber auf jeden Fall ist das drauf, wobei es wahrscheinlich schon irgendeinen Grund haben wird, warum das drauf ist. Ja, genau. Ansonsten hier halt auch, dass zum Beispiel auch am Venice Beach, wenn es fokussieren würde. Genau, also wie gesagt, ey, das ist manchmal echt ein bisschen schwierig, das hier zu zeigen, aber wird sich auf jeden Fall alles noch ändern. Ist ein nice T-Shirt, das werde ich auf jeden Fall mal anziehen. Wie gesagt, beim Gürtel wahrscheinlich eher nicht. Also ich habe andere nice Gürtel so, da ziehe ich dann wirklich lieber die an. Dann haben wir das hier noch drinnen und da habe ich jetzt wirklich gar... Ach, doch. Okay, ich wollte gerade schon sagen, ich habe gar keine Ahnung mehr, was das ist. Jetzt weiß ich das doch wieder. Und zwar ist das halt so ein, ja, so ein Key-Pouch nennt man das. Wollte ich damals immer von Louis Vuitton einhaben, den gab es dann aber irgendwie nicht mehr. Ich kann euch aber mal ganz kurz zeigen, welchen ich mir dann geholt habe. So, also das hier ist jetzt der, den ich mir dann gekauft hatte von MCM, ja. Ist nice, muss ich aber sagen, das ist sowas, das kauft man sich, denkt irgendwie, man braucht das und benutzt das irgendwie häufiger. Aber ich habe es irgendwie nur einmal oder so benutzt. Aber es ist an sich nice natürlich, wenn man unterwegs ist oder so. Man möchte jetzt vielleicht keinen Geldbeutel in die Hose stecken oder keine Ahnung, in den Hosentaschen. Fällt das Geld raus oder wie auch immer, dann kann man es halt einfach da rein tun. Muss ich sagen, fühlt sich jetzt natürlich nicht so hochwertig an wie der MCM, sollte aber auch klar sein, denke ich mal. Trotzdem, ich finde, das ist eine coole Idee und das gab es so, glaube ich, auch noch in keiner Box. Also wenn ihr eine Box kennt, wo das schon mal drinnen war, dann könnt ihr das natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben. Ist natürlich auch viel kleiner als der andere. Genau, ich habe schon geguckt, hier ist dann die Kette drinnen. Ja, ist das die gleiche? Nee, ist ein bisschen eine größere Kette auf jeden Fall als bei dem MCM-Ding. Aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eine coole Idee, sowas hatte man jetzt so auch noch nicht. Und es ist halt wirklich komplett clean im Prinzip, also das ist halt hier so eingestanzt, ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Ist auch cool, dass es nicht irgendwie so drauf gedruckt ist oder so, gerade bei so einem Leder. Ich muss halt sagen, dieses Leder in den Deluxe-Boxen, auch bei den Taschen, die wir schon hatten, also zum Beispiel bei Say It oder bei 18 Karat, das war jetzt wirklich nie das beste Leder oder so. Ja, also es ist ja auch klar, dass es halt so ein relativ günstiges Kunstleder ist. Mehr kann man dabei auch nicht erwarten. Also die Box hat, glaube ich, 40 Euro gekostet, was ein guter Preis ist an sich für eine Box. Also mittlerweile kosten ja wirklich die meisten irgendwie so 60 Euro oder so. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall geil, ob man das jetzt oft benutzen wird oder nicht. Das wird sich auf jeden Fall zeigen. Wir gucken uns noch mal an, was wir hier noch drin haben. Okay, das ist, sieht so aus wie so ein Polaroid. Ah, ist das sogar, guck mal. Also mit dieser Fujifilm Kamera ist das gemacht. Ich überlege gerade, ist das wirklich ein echtes Bild, was sie damit gemacht haben, so oft in jede Box gelegt haben oder wie haben die das gemacht? Keine Ahnung. Ist nice so. Also wenn man jetzt zum Beispiel solche an der Wand irgendwie hat oder so, also gibt ja Leute, kenne ich auch manche, die haben wirklich so eine gefühlt komplette Wand voll mit so Polaroid-Fotos, dann kann man sich das gut dazu hängen. Ja, keine Ahnung, das ist halt sowas, bei mir wird das wahrscheinlich weiterhin in der Box liegen bleiben und keine Ahnung, weiß ich nicht, ich werde damit jetzt nicht wirklich was anfangen können. Aber ist natürlich cool, so kleine Sachen, Sticker und sowas, das ist immer gut, wenn mit drin ist, ja. Dann haben wir hier nochmal, okay, warte mal, ist das so... Guck mal, das ist, ich weiß nicht, müssen wir mal auspacken, was das genau ist, ob man das schon irgendwie auch wusste. Also daran kann ich mich zum Beispiel auf jeden Fall nicht mehr erinnern, dass sowas mit drin ist.
Die anderen Sachen, die wusste ich jetzt schon mehr oder weniger so. Das sieht irgendwie aus. Ist da sowas zum Hinnähen, oder? Das kann man einfach irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hinnähen, oder? Ich check das gar nicht. Also wenn ihr wisst, wofür das genau ist, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht irgendwie absolute Scheiße laber. Ja, es sind auf jeden Fall mehrere Farben dabei. Ich weiß nicht, also wofür sollte das sonst sein? Keine Ahnung. Er hat natürlich die Farben halt eben auch wieder, wie sozusagen das Logo von der Box hat. Das ist halt auch das Coole gewesen, finde ich, bei den ganzen Musikvideos. Denn die hatten halt alle nur so ein einfarbiges Thumbnail. Und sozusagen dadurch hat sich wahrscheinlich auch, das habe ich jetzt nie so im Ganzen mir angeguckt auf dem Kanal von ihm, aber dadurch gehe ich mal davon aus, die Sachen, die rauskamen, haben wahrscheinlich dann diese Farben. Also ich weiß nicht, bei welcher Farbe es angefangen hat und wie viele Songs genau jetzt mit Musikvideo kamen, aber hat sie sozusagen das zusammengesetzt. Also glaube ich, ja. Dann wie gesagt, hier haben wir noch diesen Sticker dabei. Fokussiert das, perfekt. Keine Ahnung, so Sticker habe ich, muss ich sagen, noch nie irgendwo hingeklebt. Also auch aus den anderen Boxen habe ich die alle noch. Aber das hat sowas, das finde ich nice, dass dabei ist. Und das würde ich mir auch bei vielen anderen Leuten wünschen. Und da sind leider so Sachen irgendwie nicht dabei. Also die haben dann ihr T-Shirt drin, noch vielleicht ein anderes extra, die CD und fertig. Aber ich finde halt eben, eine gute Box macht es irgendwie aus, dass auch noch so ein paar einfach Kleinigkeiten dabei sind, irgendwelche nice Sachen, die man zum Beispiel mit dem Künstler verbindet. Auch wenn ich jetzt nicht irgendwie geil drauf bin, irgendwelche Autogramme zu sammeln oder so, aber auch das ist halt theoretisch eine coole Idee so. Also hätte man auch bei dem Bild hier machen können, ja. Das wäre auch vielleicht cool gekommen, wenn da unten, sage ich mal, eine Unterschrift drauf wäre. Wäre noch eine Idee gewesen. Ansonsten, ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz hier die Sachen. Ja, wir legen die nochmal hier irgendwie alle hin, wenn das hier überhaupt hinpasst. Im Insgesamten kann ich sagen, es ist auf jeden Fall eine Box, die sich schon lohnt. Also ich finde, natürlich muss man bedenken, alleine das T-Shirt im Shop, wenn der einen Shop hätte, dann würde dieses T-Shirt wahrscheinlich schon alleine 30 Euro oder so mindestens kosten. Von daher ist das, finde ich, ganz in Ordnung eigentlich, der Preis von der Box generell, was man dafür bekommt. Sind nice Sachen, kann man gebrauchen irgendwo, ist jetzt nichts wirklich komplett Unnötiges oder so dabei. Ja, schreibt gerne eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr die Box fandet, Freunde. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall gerne noch ein Like und ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Aktiviert die Glocke, macht die 5K voll und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, Freunde.